Da, sie packt schon wieder die Waffe weg. Ja, das waren zwei Hits. Ja, jetzt hat sie geschossen, aber jetzt habe ich gar nichts gemacht. Da, sie hat schon wieder die Waffe weggepackt. Also in diesem Kampf hasse ich Lara. Nee, es macht auch keinen Spaß mehr. Dass ich es nicht mehr herausfordere oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur verbuggt. So, jetzt, was du kannst, kann ich schon lange. Einfach Dauerfeuer. Wie habe ich den denn jetzt getroffen? Nein, was habe ich getötet? Oh. Weil ich nur ein kleines verkacktes Medipack habe. Ja, toll, den hätte ich eigentlich treffen müssen, weil ich hatte ihn anvisiert. War voll daneben, aber ich bin gesprungen, aber egal. Lavas Befehle werden ja nicht mehr akzeptiert. Ich werde wieder in den gefetzt. Wie kann man sich gegen den Pisser wehren? Gibt es irgendeine Cheat-Taktik gegen den? Weil langsam und sicher wäre ich bereit, sie zu verwenden, weil der Typ einfach nur Kacke ist. Ja, so zum Beispiel. Aber er lebt immer noch. Das. Oh. Ah, der Typ, ey. Ich habe ihn jedes Mal so fast. Jedes Mal so fucking knapp. Jedes Mal. Ja, warum hat das mich jetzt nicht getroffen? Das hätte mich treffen müssen. Oh, der ist nahe. Der zerlegt gerade alles.
vor allem mich. Habe ich ihn getroffen? Nee. Natürlich nicht, warum sollte ich auch? Schnell dahin und erst stechen. Zweimal noch das Spielchen. Scheiß Säule. Oh, das war gut, ausnahmsweise. Scheiß Säule. Obwohl, nicht Scheiß Säule. Die Säule hat mir gerade das Leben gerettet. Könnte der Typ mal aufhören? Das ist ja ätzend. Ja! Verrecke! Ich mir die Schuld gegeben. Dabei warst du es. Du hast sie getötet. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache, oder ich töte dich hier auf der Stelle. Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon. Es ist kein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen. Ich verschwende nur meine Zeit. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben.
Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alles da? Geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sip, ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können. Und somit endet mein erstes Abenteuer mit Lara Croft. Ja, und falls ich diesen Soundtrack hier nicht abspielen darf, dann werde ich ihn muten. Also wundert euch nicht. Wenn ihr jetzt kein Lied hört, dann habe ich ihn gemutet, weil ich ihn nicht spielen darf. Wenn doch, dann könnt ihr diesen Soundtrack genießen. So. Wieso mein erstes Abenteuer mit Lara Croft? Ich habe weitere Tomb Raider Teile als Let's Play geplant. Ich weiß nur noch nicht genau, wann diese kommen werden. Auf jeden Fall möchte ich mindestens Tomb Raider Underworld und The Rise of the Tomb Raider oder The Rise of Tomb Raider Let's Playen. Ja, was kann ich zu diesem Teil... Oh, jetzt habe ich Angst im Hals, verdammt. Verdammt. Ah, schon viel besser. Was kann ich zu diesem Teil von Lara Croft sagen, von Tomb Raider Legend? Ja, das ist das Erste, was mir jetzt schon mal einfällt. Echt geile Musik. Bestes Beispiel ist das Lied, was jetzt gerade läuft. Und das werde ich nicht muten, weil das darf ich ja zeigen, hören, senden, wie auch immer. Dann, Grafik ist ziemlich schön, dafür, dass das Spiel von, ich habe nochmal nachgeguckt, es sollte von 2006 sein. Dafür, dass das Spiel jetzt mittlerweile schon 12 Jahre alt ist, ist es doch immer noch schön anzusehen und macht immer noch eine gute Figur. Und apropos gute Figur, Lara macht ebenfalls eine gute Figur, egal in welcher Lebenslage sie auch sein mag. Ich mag vor allem Archäologie und Geschichte und dieses ganze Tempel erkunden mit Pfeilen und eigentlich ist das genau mein Ding, weil es ist wahnsinnig interessant. Mein Skill in diesem Spiel ist natürlich echt irgendwo unterirdisch, weil, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich überhaupt einen Tomb Raider Teil gespielt habe. Aber es hat Spaß gemacht, fast durchgehend die ganze Zeit. Nur jetzt der letzte Bosskampf, der war ein bisschen ekelhaft, aber auch nur, weil er mich herumgeschubst hat wie so ein Gummiball. Ich habe zwar gesagt, er ist unfair, er macht keinen Spaß, aber das war so ein bisschen Frust, weil ich habe schon gegen wesentlich schwerere Bossgegner gekämpft und gegen ihn, ich stand schon in wesentlich unfaireren Situationen, als wie jetzt hier gegen diesen Boss, gegen Amanda oder diese Schattenkreatur, keine Ahnung, was das jetzt war, Dämon. Ja, es hat Lady Croft, geil. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Oh, schöne Melodie. Und auch wenn ich ziemlich oft gestorben bin, gekämpft habe wie ein Hahn am Mist und auf jede auch nur erdenkliche Popelfalle reingefallen bin, so hat es, wie gesagt, dennoch Spaß gemacht. Also wirklich fast die ganze Zeit, also 99% dieses Spiels hat mir Spaß gemacht. Der eine Prozent, der mir nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, ist, als ich gegen diesen Bosskampf da am Ende immer noch saß und der mich immer noch besiegt hat zum 5000. Mal. Aber dann gut, das habt ihr alle gesehen, falls ihr euch diesen Part überhaupt angesehen habt. We could not make it without you. Ja, oh, verdammter Hals. Wir konnten es nicht ohne dich machen. Also, es ist so eine Danksagung. Ich mag sowas, wenn man sowas einbaut.
Ja, auf jeden Fall. Ja gut, die Aufnahme geht jetzt eine Stunde, fast 36 Minuten. Ich werde sie natürlich zerteilen. So viel steht fest. Ja, dann bleibt mir jetzt nur mehr zu fragen, wie euch bei mir Tomb Raider Legend gefallen hat. Falls ihr das Spiel kanntet, wie habe ich mich angestellt oder nee, ich glaube, das will ich gar nicht wissen, weil ich weiß, dass ich nicht sonderlich gespielt habe wie ein Gott. Aber wenn ihr das Spiel noch nicht kanntet, wie kam es für euch rüber? Habe ich es gut erzählt? Habe ich irgendwie versucht, mit meiner eigenen Art das Spiel rüberzubringen, so dass es euch gut tut? Dass ihr sagt so, boah, Wolf, das Let's Play von Tomb Raider Legend, das war ja schon richtig geil. Bitte mach mehr von Tomb Raider. Oder habt ihr gesagt so, nee, bist so oft gestorben, du hast null Plan gehabt, lass die Finger davon. Ja gut, Benny Ventura. Ace Ventura. Ja gut, oh geil. Naja, mindestens ein Tomb Raider Teil wird sowieso noch kommen, weil Tomb Raider ist natürlich eine Spielerei und von Spielereien spiele ich nie nur ein einziges Spiel. Außer natürlich, es wird verhindert im Sinne von, ja, du darfst das Spiel nicht zeigen wegen Urheberrecht, irgend sowas. Ja, und bei Tomb Raider habe ich eigentlich die freie Auswahl, weil es ja einen ganzen Haufen Tomb Raider-Teile gibt. Es gibt, Moment, wie heißt das für PS2? Es gibt Tomb Raider Angel of Darkness, ist es, glaube ich. Dann die klassischen Tomb Raider Teile 1, 2 und 3 für PS1. Diesen Teil hier, The Rise of the Tomb Raider Anniversary oder wie das heißt, was mir auch nahegelegt wurde. Und Tomb Raider Underworld. Das heißt, es gibt mindestens 8 Spiele von Tomb Raider, wenn nicht sogar noch mehr. Wie gesagt, das hier war ein Teil. Ein zweiter wird auf jeden Fall noch kommen. Ich weiß nur nicht wann. Und so wie es jetzt aktuell aussieht, von meiner Laune her, würde ich sagen, dass das Tomb Raider Underworld wäre. Ich weiß, das hat auch viel mit Schwimmen zu tun. Ich hab mich da schon ein bisschen informiert, weil Tomb Raider Underworld soll Lara Croft wohl viel unter Wasser unterwegs sein. Unter Wasser unterwegs, hahaha. Nee, sie soll also viel tauchen und sich mehr auf versunkene Städte spezialisieren in dem Teil. Keine Ahnung, ob das sowas wie Atlantis oder so vorkommt, das weiß ich nicht genau. Ich würde mal schätzen, ja, weil Atlantis ist natürlich das Paradebeispiel der versunkenen Städte. Und es gibt ja auch so eine ägyptische Stadt, die versunken ist. Wie hieß die, Tunis? Nee. Heraklios? Heraklios nannten es die Griechen, aber sie hatte auch einen ägyptischen Namen. Der lautete, glaube ich, Tunis. Das war so eine Inselstadt, war es, glaube ich. So eine ägyptische Inselstadt. Naja, sei es also, wie es sei, ob jetzt Lara Croft wirklich auch irgendwann mal in Ägypten unterwegs ist, das weiß ich nicht. Aber wir werden schon noch sehen. Und ich glaube, die spielen jetzt das komplette Team nochmal durch, oder? Ja, Tatsache, Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extras Menü einen Blick auf folgende Belohnungen: Special, Zwischensequenzen und Objektmodelle. Spiel beendet. Beenden. Okay. Extras. Objektmodelle. Ah, also stimmt, das war ja. Ah, da gibt es ja so tonnenweise freizuschalten. Gerade mal 4 von 13, okay. Das sind wahrscheinlich alles die Schätze, die ich unterwegs gefunden habe. Wappengold. Das sieht geil aus. So, Croft Manor, da war ich ja kaum. Peru. Huhn, ah! Kann ich das drehen auch? Ich kann es wohl irgendwie drehen, aber ich weiß nicht wie. Ich drücke jede Taste, aber ich kann es nicht drehen. Ducati Monster, Schrotflinte.
Unser Truck. Jeep. Dschungel Lara. Das hier ist, glaube ich, das klassische Outfit von Lara Croft. Also, welches sie in den ersten Tomb Raider Teilen verwendet. Ich glaube, speziell auch Tomb Raider 1. Japan. Da habe ich gar nichts. Wow. Granatwerfer. Das sieht aus wie ein Super Nintendo Controller. Ist aber ein Fernglas. Magnethaken. Floß. Kiste. Fass. Maske Bronze. Maske Silber. Granatwerfer. Kasachstan habe ich auch nichts. England. Biker Lara. Technik Van. Schwert im Stein. Was habe ich denn da alles verpasst? Wow, für 100% kann man da ja eine ganze Menge finden. Schläger A, Schläger B, Winter Lara. Bolivien 2. Kampfhubschrauber, Excalibur. Griff, Knauf. Splitter A, Splitter B. Tagebuch Estrade. Edis. Obelisk. Takamotos Stab. So, Takamotos Stab. Schade, dass ich hier nicht die Lara habe, die mit diesem Kleid rumläuft. Das sieht nämlich geil aus. Kostüme. Legend. Das ist das von Tomb Raider Legend. So, das von Tomb Raider Legend und Biker sieht gleich aus. Achso, nee. Tomb Raider Legend, Biker Outfit, Abendkleid. Geil. Winter Outfit. Winter ohne Jacke. Special Force. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber das hier ist immer noch mein klarer Favorit. Weil ich habe gespuckt in Git. Aber boah, sieht der Lara heiß aus. Schade, dass ich das nicht drehen kann. Pistolen-Upgrades. Habe ich kein einziges. Special Cheats. Pannen-Videos. Oh, muss ich gleich mal gucken. Charakterprofile. Lara Croft. Ah, das war das mit den Biografien und so weiter. Schön. Zip. Laros rechte Hand und technischer Berater. Ich liebe das. Da gibt es so viel. Ich liebe solche Spiele, wo man so tonnenweise freischalten kann. Zwischensequenz. Moment. Tod durch Dummheit. Ja, Let's Play von Uncle Wolf. Bin ich mal gespannt. Das klang endgültig. Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft. Amateure. Stimmt, das war ja das. Special Cheats. Weniger Texturen. Schritttaste halten und drücke A ein und 1 drucken. Nee. Pannenvideo? Darf man das zeigen? Falls nicht, schneid es raus. Ich glaube, dass man es zeigen darf. Ja, fast alles hat man in meinem Let's Play gesehen, wie ich da gelitten habe. Oh, Beine weggeschnitzelt. Au! Das sah schmerzhaft aus. Ja, das ist mir auch passiert. Ja, das ist mir auch passiert. Das ebenfalls. Ne, das war doch mit dem Gabelstapler. Das ist klar, dass mir das passiert. Das sah böse aus. Und der Stuhl. Oh. Ja, wenigstens wurde sie durch den Stuhl bewusstlos geschlagen. Ja, da waren schon einige lustige Dinger dabei. Aber nun gut. Ich denke, das war's dann. Ich habe Tomb Raider Legend durchgespielt. Es ist ein gutes Spiel. Es hat mir echt gefallen. Und die Musik ist einfach nur... Es sind zwar nicht viele Musikstücke, die wirklich so herausstechen, aber die wenigen, die herausstechen, die können sich durchaus sehen lassen. Gut. Dann würde ich sagen, es ist alles gesprochen worden.
Wie viele Parts das jetzt im Endeffekt sind, weiß ich nicht genau, weil ich habe bei Tomb Raider Legend große Aufnahmesessions machen müssen, weil das, was mich an diesem Spiel am meisten gestört hat, ist, wie ich es aufnehmen musste. Weil ich komme mit der Maus nicht aus dem Fenster des Spiels raus. Nicht. Egal, was ich mache. Sogar wenn ich Taskmanager mache, Windows-Taste und alles Mögliche, ich komme da einfach nicht raus. Deswegen habe ich immer eine komplette Desktop-Aufnahme, Aufnahme starten und erst danach das Spiel gestartet. Und ich musste auch ein extra Programm verwenden, damit ich dieses Spiel überhaupt im Fenstermodus spielen kann. Sonst hätte ich es gar nicht aufnehmen können. Das kam ja auch noch hinzu. Ja, der größte Nachteil an dem Spiel, wenn man es aufnehmen will, ist das die Hölle. Aber ansonsten ist das Spiel geil. So, genug gelabert. Dann würde ich sagen, das war zum letzten Mal. Oder vielleicht zum letzten Mal, zumindest zum letzten Mal dieses Blind Let's Plays. Lara Croft, Tomb Raider Legend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.